Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es um den dritten Teil von Die Farben des Blutes gehen, Goldener Käfig. Da es der dritte Teil ist und das eine fortlaufende Geschichte ist, machen wir das Ganze ein bisschen anders. Aber ich wünsche euch wie immer erstmal viel Spaß beim Video. Wie ich gerade sagte, geht es heute in diesem Video im Prinzip um dieses Buch hier. Goldener Käfig von Victoria Aveyard, das der dritte Teil von Die Farben des Blutes ist. Da diese Reihe ja aber wie gesagt eine fortlaufende Reihe ist und ich zum dritten Teil nicht viel sagen kann, wenn ihr die ersten beiden Teile nicht gesehen habt, machen wir das Ganze so, dass ich jetzt erstmal ganz kurz auf den ersten Teil nochmal zu sprechen komme und euch erkläre, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Ich dann übergehe zum zweiten, falls ihr den schon gelesen habt, bleibt dann einfach dran und euch nochmal kurz erkläre, worum es im zweiten Teil geht und euch dann zum Schluss nochmal erkläre, was denn jetzt im dritten Teil genau eigentlich alles passiert und ob man den dritten Teil nach dem zweiten Teil dann noch lesen sollte. Und ja, so machen wir das und wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Teil mit Die Rote Königin. Dies ist der erste Teil von Die Farben des Blutes, Die Rote Königin. Und in diesem Buch geht es um Mare oder eigentlich wird sie Mare ausgesprochen. Aber da ich hier in Deutschland wohne und da Mare steht, heißt sie für mich Mare. Also wenn ich Mare sage, regt euch nicht auf. Ich weiß, sie wird eigentlich Mare ausgesprochen, aber ich finde Mare ist nicht so mein Ding. Ich fand den Namen nicht so cool. Deswegen spreche ich es Mare aus, aber lassen wir das. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Mare. Und Mare ist eine Rote. Und in der Welt, in der Mare lebt, ist es so, dass es dort Rote gibt, also Menschen mit rotem Blut und Silberne, Menschen mit silbernem Blut. Und die Menschen mit silbernem Blut sind die herrschende Rasse quasi. Das sind die Reichen und die Adligen und diese Menschen haben besondere Fähigkeiten. Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Manche können Flammen erzeugen, andere können Wasser erzeugen und manipulieren. Die nächsten können Pflanzen wachsen lassen. Dann gibt es Leute, die mit Tieren reden können. Dann gibt es Leute, die unglaublich stark sind. Dann gibt es Leute wiederum, die diese ganzen Kräfte unterdrücken können und so weiter und so weiter und so. Da gibt es alle möglichen Variationen und Arten von Menschen und Fähigkeiten. Und ja, dadurch sind die Silbernen die vorherrschende Rasse, denn sie unterdrücken die Roten. Und die Roten sind quasi die Arbeiterrasse, die für die Silbernen arbeiten und die den Silbernen dienen. Nun ist es so, dass Mare im Schloss arbeitet aufgrund Verkettung unglücklicher Ereignisse und in eine Situation gerät, in der ihr Leben auf dem Spiel steht. Doch es ist so, dass Mare es schafft, sich in dieser Situation mit besonderen Kräften zu retten, was ja eigentlich gar nicht sein dürfte. Damit im Land kein allzu großes Chaos geschieht, denn diese ganze Aktion findet bei einer großen öffentlichen Veranstaltung statt, tut das Königspaar Mare als lang geglaubte verschollene Adlige ausgeben und ihren zweiten Sohn, Prinz Maven, als Verlobte angedeihen. Und ja, nun muss Mare sich in einer Welt zurechtfinden, in der sie überhaupt nicht klarkommt. Und ja, sie muss natürlich auch rausfinden, was mit ihr nicht stimmt, denn sie ist definitiv von rotem Blut und hat aber trotz alledem diese besonderen Fähigkeiten. Und das ist es quasi, worum es im ersten Teil von Die Rote Königin geht. Der erste Teil, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Auftakt für diese Reihe. Ich fand den damals richtig gut, der hat mir richtig gut gefallen. Ich fand diese Klassenunterschiede richtig gut. Es hat mich immer ein bisschen an Panem erinnert, irgendwie mit den Reich und Arm und wie das auch alles erklärt wurde. Vom Setting her hatte ich da irgendwie immer Panem im Kopf, ich weiß auch nicht. Und zum Ende vom ersten Teil sind natürlich alle Intrigen, die gesponnen wurden, ans Licht gekommen. Es ist ganz, ganz viel passiert zum Ende hin noch. Es ist ganz, ganz viel Verrat begangen worden. Und Mare ist in eine Situation gekommen, wo ihr Leben auf dem Spiel steht. Ein Flugzeug. Moment. Und Mare ist in eine Situation gekommen, wo nicht nur ihr Leben am Ende auf dem Spiel stand, sondern auch das Leben des Prinzen des Landes, von Prinz Cal. Und ja, was dann am Ende alles passiert, das verrate ich euch natürlich nicht. Ich fand den ersten Teil, wie gesagt, richtig gut. Er hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den ersten Teil auch auf der Messe damals von Victoria Aveyard signieren lassen und ja, habe sie getroffen, habe ein Foto mit ihr gemacht und ja, es war eine ganz, ganz nette Frau. Und ich fand den ersten Teil richtig gut und nun komme ich mal zum zweiten. Der zweite Teil von Die Farben des Blutes heißt Das gläserne Schwert. Das gläserne Schwert ist ein echter Übergangsteil. Ich kann es nicht anders sagen, aber der zweite Teil hat einfach mega viele Längen. Es passiert nicht viel in dieser Geschichte, außer Flucht und Flucht und Tod und Flucht und Tod und Flucht und Tod und Flucht und Tod. Ja, mehr passiert ja im zweiten Teil im Prinzip von der Story her nicht. Und ich dachte mir immer im zweiten Teil, nur jetzt muss doch mal was kommen. Und jetzt muss doch mal was kommen. Und jetzt muss doch mal was kommen. Und es kam einfach nichts. Und dann kam das Ende und ich dachte mir so, ja toll. Jetzt wo es spannend wird, ist das Buch vorbei. Super, traumhaft.
Ja, also wie gesagt, dieser zweite Teil ist von der Handlung her einfach nicht irgendwie was Besonderes. Also es ist wirklich so ein Übergangsteil, dass man merkt, die Autorin musste irgendwie von A nach B kommen und da irgendwie in der Mitte musste sie irgendwas machen. Und es ist halt sehr, sehr langgezogen, finde ich halt auch. Wie gesagt, also dieses Buch hat einfach seine Längen, weil halt von der Handlung A nicht so viel passiert. Es ist aber auch so, dass von der Charakterentwicklung, was die Protagonistin Mare betrifft, was passiert, was absolut nicht gut ist für die Geschichte. Also ich kann das rückblickend ein bisschen verstehen, jetzt nachdem ich den dritten Teil gelesen habe. Aber es ist einfach so, dass Mare sich in eine Richtung entwickelt, die einfach absolut unmöglich ist. Sie ist zickig, sie lässt niemanden mehr an sich ran und man versteht es einfach nicht in diesem Moment, wenn man das liest. Man kann es nicht nachvollziehen, warum sie so reagiert, wie sie reagiert, warum sie so abgeht und das hat einfach nur genervt beim Lesen und ich hätte im zweiten Teil Mare teilweise echt einfach nur in die Wand klatschen können und denken können, sag mal, Mädchen, jetzt komm mal wieder runter und jetzt komm mal wieder klar. Und das hat mich beim zweiten Teil schon sehr genervt und der zweite Teil war für mich auch echt schwierig zu lesen. Ich hätte dieses Buch zwischendurch manchmal einfach echt in die Ecke legen können und sagen können, so, ich lasse es, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich wollte wissen, verdammt nochmal, was mit dieser Geschichte passiert und wie diese Geschichte weitergeht. Deswegen habe ich mich dann wirklich im zweiten Teil streckenweise richtig durchgequält, wenn ich ehrlich bin. Und ja, war dann auch echt froh, wo der zweite Teil vorbei war. Und wie gesagt, das Ende vom zweiten Teil war dann so, toll. Jetzt bringt die das. Toll. Und jetzt ist das Buch vorbei. Verdammt. Und deswegen habe ich den dritten Teil auch schon sehnsüchtigst erwartet, weil, wie gesagt, der zweite Teil für mich schon einen gemeinen Cliffhanger hatte. Und ja, ich gebe zum zweiten Teil eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Vom Setting her befinden wir uns immer noch in dieser High-Fantasy-Welt. Wir haben die gleichen Charaktere, wie gesagt, wie im ersten Teil. Und Mare macht hier, wie gesagt, eine Charakterentwicklung durch, die mir nicht gut gefallen hat. Der Schreibstil von Victoria Aveyard hier im zweiten Teil war sehr ausschweifend und umfangreich. Es sind sehr, sehr viele Beschreibungen drin. Es sind sehr, sehr viele Details in dieser Geschichte drin. Also wer auf einen detailreichen, sehr allumfassenden Schreibstil steht, so à la Cassandra Clare vielleicht, die Frau umschreibt ja auch gerne, dem wird der zweite Teil, denke ich mal, auch gut gefallen, aber für mich war es hier echt teilweise schon zu viel, weil einfach nicht viel passiert ist. Und ja, also der zweite Teil war nicht so meins. Kommen wir jetzt einfach zum dritten. Damit wären wir beim dritten Teil und zwar ist das dieser hier, Goldener Käfig. Der dritte Teil knüpft direkt wieder an den zweiten an und wir sind sofort wieder in der Situation drinne. Der dritte Teil beginnt damit, dass wir sehen, wie Mare gefangen genommen wird, dass wir sehen, wie sie gedemütigt wird und dass wir die Gefangenschaft von Mare natürlich auch miterleben. Es ist so, dass wir im dritten Teil hier sehr, sehr viel von der Seite der Feinde sehen und kennenlernen. Ich finde, man kriegt hier einen sehr, sehr guten Einblick auch nochmal auf Maven als Charakter. Ich finde, man kann hier gut nochmal in seinen kranken Kopf hineingucken und man lernt natürlich sehr, sehr viel über diese Intrigen, die dort gesponnen wurden und über die Bündnisse, die im Hintergrund gesponnen wurden, wovon man ja so im zweiten Teil nichts mitgekriegt hat. Das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass man hier im dritten Teil diese Seite mal beleuchtet hat und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch, wie das alles beschrieben wurde während der Gefangennahme, sehr, sehr gut und ich war dann auf Seite 200 und dachte mir so, jetzt müsste es doch so langsam mal der Umschwung kommen und es müsste mal so was passieren und dass einfach mal wieder ein bisschen Tempo in die Geschichte kommt. Aber dieser Umschwung kam erst auf Seite 400 und dieses Buch hat 680 Seiten. Also nach zwei Dritteln dieses Buches kam dieser Umschwung, da kam dieser Plot-Twist, dass die Geschichte an Fahrt aufgenommen hat, dass da wieder was passiert wird, dass die Geschichte umgeworfen wurde und ich fand, das kam einfach zu spät. Ich finde, das hätte man 100 Seiten vorher machen können. Es war dann wieder wie im zweiten Teil. Die ersten 200 Seiten waren völlig okay. Die habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Die habe ich auch sehr, sehr gern gelesen. Und dann aber von Seite 200 bis 400 ist einfach wieder nicht wirklich viel passiert. Da sind Sachen wieder umschrieben und beschrieben worden und wieder und gekaut und wieder gekaut und wieder gekaut und wieder gekaut wurden. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, jetzt Kinder. Jetzt muss langsam echt hier was passieren, sonst kriege ich die Krise. Und wie gesagt, dieser Plot-Twist, dass die Geschichte wieder ein bisschen dynamischer wurde, dass die Geschichte wieder ein bisschen schneller wurde und an Tempo zugenommen hatte und an Tempo gewonnen hat, kam wirklich erst auf Seite 400. Und das war für mich einfach zu spät. Und das war wirklich ein großer Punkt, der mich sehr gestört hat in diesem Buch. Nachdem dieser Umschwung dann kam, war die Geschichte wieder richtig gut. Also sie hat dann wirklich an Tempo zugenommen. Und es ist dann auch sehr, sehr viel passiert, noch auf den letzten 200 Seiten. Also
Wir sehen dann, wie Mare sich entwickelt hat während der Gefangennahme. Und ich finde, sie hat sich da wieder in eine absolut tolle Richtung entwickelt. Sie war mir im dritten Teil wieder viel, viel sympathischer als im zweiten. Und auch, wie die Nebencharaktere sich entwickelt haben. Und auch, wie die ganze Situation, die man ja jetzt nicht so hundertprozentig mitbekommen hat, was jetzt auf der Seite von Mares Leuten passiert ist, wie sich das Ganze entwickelt hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Was das Ende betrifft, muss ich sagen, bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, denn ich finde die Entscheidungen mancher Charaktere nicht gut. Ich habe mir an manchen Stellen gedacht, so, was bist du für ein Weichei? Warum? Ich habe es nicht verstanden, aber wenn diese Entscheidungen nicht wären, würde es keinen vierten Teil geben. Also von daher mussten diese Entscheidungen so getroffen werden. Ich konnte es teilweise nicht verstehen. Ich fand das Ende vom dritten Teil her ganz okay. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Es lässt auf jeden Fall wieder einiges offen und man fragt sich jetzt, okay, was passiert jetzt im vierten Teil? Denn die Situation, was dieses ganze Königreich betrifft, ist nicht geklärt. Es ist jetzt alles komplett durchworfen und es ist alles komplett durcheinander. Die Königreiche untereinander, die dort angrenzen, da herrscht jetzt auch Krieg und verschiedene Bündnisse und Mare steckt hier quasi mittendrin. Finde auch, was die Liebesgeschichte betrifft, die ja hier in diesen Büchern auch noch mit einer Rolle spielt, finde ich, war hier im dritten Teil wirklich gut gemacht. Und zum Ende hin fand ich es aber zu viel Teenie-Drama einfach. Also ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte Mare nicht verstehen teilweise. Ich konnte Cal nicht verstehen teilweise. Also es war mir in dem Moment zu viel Teenie-Drama. Also wenn einer von beiden sich mal irgendwie Gedanken weitergemacht hätte und das Ganze mal weiter durchdacht hätte, hätte man da sicherlich auch eine andere Lösung gefunden. Aber man steht ja da, wo man steht und man bleibt bei seiner Meinung und Kompromisse werden nicht geschlossen. Nein, man kann nicht über Situationen reden. Das wird dann so hingenommen, es ist so friss oder stirb. Und das fand ich ein bisschen doof. Also das hat mir zum Ende nicht so gut gefallen. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze sich im vierten Teil entwickelt und was am Ende dann bei rauskommt. Ich fand den dritten Teil im Großen und Ganzen auf jeden Fall wieder um einiges besser wie den zweiten. Aber auch der dritte Teil hatte seine Längen, leider Gottes. Wie gesagt, zwischen Seite 200 und 400 war für mich schon schwierig zu lesen, weil da einfach nicht so viel passiert ist. A, von der Handlung nicht und auch von den Entwicklungen nicht und ja, also es waren dann, klar waren da Plot-Twists drin, kleinere, die Spannung wieder ein bisschen aufgebaut haben, aber es kam halt einfach, man kam halt einfach nicht auf den Punkt. Und ja, also wie gesagt, der dritte Teil definitiv besser als der zweite, aber er kommt für mich auch nicht an den ersten Teil heran, der ist immer noch der beste bisher für mich. Und ich bin jetzt auf den vierten Teil auf jeden Fall gespannt, was dann passiert und wie sich das Ganze am Ende nun eigentlich auflöst. Weil das ist ja auch noch so ein Punkt, der hier im Raum steht, wie geht das Ganze jetzt am Ende eigentlich aus? Was passiert jetzt hier am Ende eigentlich? Und das bezieht sich ja nicht nur auf Mare, das, was mit Mare am Ende passiert, sondern die Frage steht ja auch im Raum, was passiert mit den ganzen anderen Charakteren? Was passiert mit Cal? Was passiert mit der Königsfamilie? Was passiert mit dem ganzen Königreich? Wie gesagt, auch diese ganzen Entwicklungen, die hier im dritten Teil stattgefunden haben, fand ich sehr, sehr interessant und bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze im vierten Teil ausgeht. Was ich zum dritten Teil vielleicht noch sagen könnte, ist, dass wir hier aus mehreren Sichtweisen auch lesen. Wir lesen einmal aus Mares Sicht, wir lesen aus der Sicht von Cameron. Jeder, der den zweiten Teil gelesen hat, wird wissen, wer Cameron ist. Und wir lesen auch aus der Sicht von Evangelina. Also die ist ja die Konkurrentin von Mare gewesen im ersten Teil. Und auch das fand ich richtig gut, denn ich fand Evangelina immer richtig unsympathisch und ich konnte sie nicht leiden und sie war immer nur bösartig. Und man hat hier echt einen guten Blick auf sie bekommen. Man hat ja auch einen Blick auf sie bekommen, dass man sie verstehen konnte, dass man gedacht hat, hey, okay, sie ist auch nur ein Mensch und sie hat auch nur Gefühle und sie muss auch eine Rolle spielen, die sie nicht möchte. Und das fand ich auch wirklich ganz, ganz toll, dass man hier so einen Einblick nochmal auf sie bekommen hat. Das hat mir richtig gut gefallen, was die Perspektivenwechsel betrifft, weil man hier so wirklich von allem immer was mitbekommen hat. Mein Fazit zum dritten Teil ist, dass es eine tolle Fortsetzung gewesen ist von Die Farben des Blutes. Es ist ein viel, viel besserer Teil wieder gewesen als der zweite. Wie gesagt, die Charaktere haben sich wieder viel, viel besser entwickelt. Ich finde, es war auch von der Handlung her viel, viel spannender. Es war ruhiger auf jeden Fall von der Handlung her, bis zu diesem großen Plot-Twist auf Seite 400 dann auf jeden Fall. Und
es war wirklich eine ruhig erzählte Geschichte wieder. Man bekommt ja wirklich einen Einblick in die Welt der Bösen quasi, zu diesen ganzen Intrigen, die dort gesponnen werden. Das hat mir gut gefallen, aber es ist ein Buch, was definitiv seine Längen hatte. Aber wer den zweiten Teil gelesen hatte und wissen möchte, wie es weitergeht, der sollte sich den dritten Teil Goldener Käfig auf jeden Fall mit anschauen. Das war meine kurze Buchvorstellung zu Goldener Käfig und nochmal Zusammenfassung zum ersten und zweiten Teil. Wenn ihr die Bücher kennt und gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.